Einen schönen guten Abend allerseits. Ich möchte Sie alle begrüßen zu unserer Live-Vorstellung des Release 5.0 von Simplifier. Wir sind heute hier vor Ort, aber auch im Livestream. Deswegen möchte ich nicht nur Sie begrüßen, sondern auch alle Teilnehmer, die sich im Livestream zugeschaltet haben, nicht die Möglichkeit hatten, zu uns zu kommen. Aber wir möchten Ihnen das nicht vorenthalten. Insofern freuen wir uns auch, unser erstes offizielles Live- oder Release live vorstellen zu können und freuen uns auch auf eine Party mit Ihnen. Warum machen wir das genau jetzt? Release 5.0 ist für uns in der Entwicklung des Simplifier tatsächlich ein Meilenstein. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Mehr dazu gibt es natürlich in der Vorstellung dann durch meine Kollegen. Wir freuen uns, das in diesem Rahmen tun zu können, freuen uns auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass die Teilnehmer im Live-Chat bzw. im Livestream auch so zahlreich dabei sind. Wie gesagt, es geht darum, im Grunde genommen das Release vorzustellen in seinen Einzelheiten, Ihnen die Highlights aufzuzeigen. Das übernehmen dann meine Kollegen, einmal unser technischer Vorstand Christian Kleinschroth, der sich dann noch selber vorstellen wird, und unser CRO, der Christophe Bouguereau. Beide sind im Thema tief drin, werden auch im Anschluss Fragen beantworten können, die Sie haben. Im Livestream können wir leider keine Fragen stellen. Wir können im Chat, also nutzen Sie die Chance und stellen Sie im Chat Fragen, falls Sie Fragen haben. Und die werden wir dann im Anschluss entsprechend vorlesen und beantworten lassen. Und danach geht es schon in die Feierlichkeit über. Wir haben groben Zeitplan jetzt für die Vorstellung von knapp 90 Minuten. Wir müssen schauen, ob wir vielleicht auch ein Stück weit eher fertig werden. Aber 90 Minuten sind erstmal geplant. Danach gehen wir in die Feierlichkeiten über vor Ort. Ja, das war es erstmal von meiner Seite. Zum Organisatorischen komme ich nachher nochmal. Ansonsten wünsche ich viel Spaß und übergebe an Christian Kleinschroth und Christophe Bouguereau. Gut, dann vielen Dank. Auch vielen Dank, Erik, für die Anmoderation. Mein Name ist Christian Kleinschroth, technischer Vorstand und Gründer der Simplifier AG, und zusammen mit meinem Kollegen, unserem Chief Innovation Officer Christophe Bouguereau, wollen wir Ihnen jetzt tatsächlich hands-on die neuen Entwicklungen vom Release 5.0 vorstellen. Vom Ablauf her haben wir ca. 60 Minuten Live-Demo eingeplant. Wenn Sie Fragen haben im Detail, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir haben ungefähr 30 Minuten auch nach der Live-Demo für eine offene Q&A-Session reserviert. Wir haben aber auch die Möglichkeit, mit unseren Experten vor Ort natürlich das ein oder andere Thema dann noch zu vertiefen. Dafür sind Sie ja auch, zumindest die Kollegen, die hier sind und das Publikum, das hier sind, habt die Möglichkeit, dann noch in sogenannten After-Demo-Sessions noch tiefer einzusteigen. Ich wünsche ansonsten viel Spaß. Genießen Sie unser neues Release 5.0 und dann starten wir los. Dankeschön. Ja, bevor wir tatsächlich in die einzelnen Features abspringen, war uns nochmal wichtig zu erklären, warum wir 5.0 eigentlich so feiern und warum wir uns entschieden haben, eben diverse Funktionen zu erleichtern. Wir sehen Low-Code als Brückentechnologie. Das bedeutet, wir haben die klassische Softwareentwicklung auf der rechten Seite durch den sogenannten Application Developer, der seit vielen Jahren quasi Entwicklungswerkzeuge nutzt, um Applikationen im Enterprise-Umfeld zu bauen. Das kennen Sie alle, deswegen sind Sie auch hier. Und wir haben Low-Code als neues Entwicklungsparadigma, das auch das Motto hat, die Zielgruppe stark zu erweitern. Deshalb ist uns auch wichtig, dass wir Low-Code als Brückentechnologie verstehen. Bedeutet konkret, wir möchten auch den visierten Fachbereich, der vielleicht weniger IT-Know-how hat, aber seine Daten sehr gut kennt, seine Prozesse sehr gut kennt, mit in den Applikationsentwicklungszyklus einbinden. Wenn Low-Code eine Brückentechnologie sein soll, bedarf es natürlich auch einiger Funktionen und Features, die die komplexe Enterprise-Welt deutlich einfacher machen. Deswegen waren uns zwei Schwerpunkte wichtig. Das eine Thema werden wir gleich als erstes sehen, Thema UI-Designer, wie erstelle ich eigentlich Layouts, was will ich eigentlich haben als Fachbereich, wie kann ich das denn ausdrücken und erstellen. Und das zweite Thema ist natürlich das Thema Datenhandling. Sie haben immer das Thema, wenn Sie auf Daten zugreifen, gerade im Datenbankbereich haben Sie Spezialkenntnisse, Sie müssen
die SQL-Language kennenlernen, also die Datenbank-Abfragesprache. Das sind alles Einstiegshürden, die wir mit Release 5.0 beseitigt haben. Und mehr dazu dann gleich in der Live-Demo. Das war unsere Intention. Wir glauben, dass wir mit Release 5.0 da einen sehr starken Schritt in das Thema Befähigung des sogenannten Citizen Developers, also der nicht professionell ausgebildete IT-Entwickler, gehen. Und diesen Weg werden wir natürlich auch konsequent weiterverfolgen. Wir vergessen dabei aber natürlich nicht den Entwickler per se, denn für den haben wir auch einige Features in Release 5.0 wieder im Programm. Was stellen wir heute vor? Natürlich fangen wir an mit dem UI-Designer. Und dazu gibt es auch ein Companion-Feature, die sogenannte Live-Preview auf mobilen Geräten. Im Anschluss werden wir dann in den Datenbank-Designer absteigen. Und dann haben wir eher was für das Thema Brocoder, also Thema Absicherung von Schnittstellen, Zertifikatsverwaltung. Auch das war uns ein großes Anliegen, das nochmal in Gänze weiterzuentwickeln und da auch wirklich den Ansprüchen von Enterprise-Kunden gerecht zu werden. Gut, jetzt habe ich ja den ganzen Tag mit Enterprise-Apps und Projekten zu tun und wir haben uns gedacht, ja, was macht denn eigentlich Sinn, jetzt in so einer Release-Party zu zeigen? Ich habe das Problem, mein Smart Home sozusagen, mein Zuhause ist quasi zwar digitalisiert, aber noch nicht zugänglich. Ja? Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Christopher, lass uns doch heute mal nicht eine Enterprise-Anwendung bauen, sondern einfach mal eine Applikation zur Heizungssteuerung. Einfaches Beispiel für jeden vielleicht zugänglich, der seinen Wohnraum beheizt. Und so starten wir einfach mal in die erste Demo unseres neuen UI-Designers. Meine Anforderungen sind, ich habe mehrere Zimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer und ich möchte erstmal die Werte meiner Raumtemperatur darstellen. Dazu nutzen wir unseren neuen Application Editor und legen entsprechend eine neue Applikation von vorne an. In der Mitte sehen Sie jetzt den Arbeitsbereich, der natürlich schon das passende Endgerät vorhält. Und haben dann, wie gewohnt vom Simplifier, auch in älteren Releases auf der rechten Seite die Auswahl an Oberflächenelemente. In dem Fall möchte ich jetzt einfach erstmal eine Liste haben meiner verschiedenen Räume mit Temperaturanzeige. Das Ganze geht jetzt intuitiv mit Drag and Drop. Alles, was Sie ändern, wird sofort angezeigt. Und damit ist die Lernkurve hoffentlich sehr steil und die Einstiegshürde sehr gering. Auf der rechten Seite finden Sie weiterhin die Möglichkeit, das hinzugefügte Element zu verändern, indem Sie die Eigenschaften des Elements ändern und können dort aus dem vollen Fundus der UI5-Technologie schöpfen. Auch den neuen Icon Explorer ist erwähnenswert. So können Sie bequem einfach Symbole, aussagekräftige Symbole für Ihren Endnutzer definieren. Das war früher in den alten Releases auch sehr technisch angehaucht. Sie sehen, wir halten unser Geschwindigkeitsversprechen. Es ist also mit dem neuen UI-Designer insbesondere sehr schnell und sehr leicht möglich, eben eine fertige App zu designen. Für die Simplifier-Bestandskunden ganz wichtiger Hinweis. Wir haben nach wie vor die Baumnavigation, die finden Sie rechts in der zweiten Spalte. Das heißt, Sie können dort wie gewohnt auch in Ihrer Baumnavigation arbeiten. Da auch als neues Highlight, natürlich können Sie Elemente auch per Drag and Drop innerhalb des Baumes verschieben. Gut, jetzt haben wir eine Liste von meinen verschiedenen Räumen mit verschiedenen Temperaturen. Christopher, können wir auch so einen Graphen einbinden, dass ich mal entsprechend ein Diagramm habe, wie mein Temperaturverlauf so läuft, sich der entwickelt.
Ah, durch die letzten Findings. Aussagekräftige Symbole sind immer wichtig. Ah, wunderbar. Das schaut schon ungefähr nach dem aus, was ich mir vorstelle. Was man hier auch deutlich sieht, Sie können sowohl in der Baumansicht als auch in der Echtzeitvorschau arbeiten. Alles wird synchronisiert. Natürlich auch nicht zu vergessen, wir hatten seit Release 4.0 das Echtzeit-Collaboration-Feature. Auch das finden Sie natürlich im 5.0 wieder. Das haben wir nicht ausgebaut. Wir haben nur gerade einen Entwickler oder Vorsitzenden. Also das Ganze, was Sie hier sehen, können Sie auch ohne Probleme mit mehreren Kollegen gleichzeitig führen. Wir warten. Vielleicht doch ein wichtiger Hinweis, weil wir jetzt auch ein paar Corner Cases gesehen haben. Die Live-Preview verhält sich tatsächlich wie ein originale UR5-App. Das heißt, wenn Sie eine Fehlkonfiguration haben, wird die Live-Preview auch nicht angezeigt. Damit garantieren wir natürlich genau dasselbe Layout, wie Sie es auch dann später beim Endnutzer auf dem Gerät wiederfinden. Denn der eine Nachteil ist, konfigurieren Sie etwas falsch, dann kommt auch die entsprechende Fehlermeldung. Wunderbar, da haben wir unseren Graphen. Gut, was ich jetzt noch gerne hätte, wäre eigentlich ein Regler, um die Raumtemperatur noch zu regeln. Vielleicht kriegt man das auch noch entsprechend eingebaut. Ah, da haben wir unseren Slider. Wunderbar. Und dann brauche ich zu guter Letzt natürlich auch irgendeine Art Knopf, um die Raumtemperatur tatsächlich auch dann an meine Smart Home Steuerung zu übermitteln. Wunderbar. Und schon sind wir in einem fertigen Layout. Perfekt. Wir haben nicht nur den UI-Designer überarbeitet, sondern auch viele kleine Funktionalitäten innerhalb des Editors. Zum Beispiel können wir auch verschiedene Corporate Designs direkt in der Live-Preview durchtesten. Momentan sein zugewiesen und wir haben die Möglichkeit, über unseren bekannten Seeming-Dialog eben auch entsprechende weitere Designs hochzuladen. Damit können Sie, wer das schon kennt, Ihr Corporate Design nur einmal erstellen und es dann in mehreren Apps verwenden. Wir laden hier ein Simplifier Corporate Design noch zusätzlich hoch und haben die Möglichkeit, es dann hier direkt zu testen. Der Balken ändert sich auf blau und ja, sonst ist natürlich hier alles erlaubt. Weiterhin haben wir auch die Möglichkeit, Dateien hochzuladen. Auch das haben wir überarbeitet. Das heißt, mit unserem neuen Dateidialog können Sie auch Dateien hoch- und runterladen und dann auch entsprechend natürlich über den Icon Explorer auch nutzen als Grafik in der Applikation.
Genau, wunderbar. Da haben wir das Simplifier-Logo. Ja, damit Sie auch Ihr Layout gleich auf mehreren Formfaktoren testen können, haben wir in der Preview direkt die Möglichkeit, das Ganze für den Desktop zu testen, für das Tablet, für das Smartphone und natürlich auch für die Datenuhr, die wir ja auch explizit unterstützen in Form unseres Wearable-Konzeptes. Sie sparen damit jede Menge Zeit, müssen nicht die App erst mühsam auf das Gerät deployen und dann testen, sondern können alle Formfaktoren direkt durchklicken. Soweit zu unserem neuen UI-Designer. Jetzt kommt ein besonderes Highlight. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie man denn den Entwicklungsprozess auch verkürzen kann, wenn es darum geht, mit mehreren Endgeräten eine Applikation oder für mehrere Endgeräte eine Applikation zu bauen. Und wir haben uns in unserem Mobile Client dafür ein Live-Preview-Feature eingebaut. Das heißt, Sie können jedes beliebige Handy oder Tablet oder Datenuhr oder Datenbrille nutzen und klicken einen QR-Code oder scannen einen QR-Code mit dem Simplifier Mobile Client ab. Das passiert gerade hier auf meiner rechten Seite. Die Zuschauer im Livestream können es leider nicht sehen, aber es passiert tatsächlich. Das können Sie mit beliebig vielen Endgeräten tun. Die Anzahl ist hier nicht eingeschränkt. Und dann passiert etwas Magie. Jede Änderung, die Herr Bouvaret jetzt im UI-Designer vollzieht, wird in Realtime auf das mobile Endgerät gespiegelt. Konkret heißt das, Sie können Ihren App-Builder-Arbeitsplatz so einrichten, dass Sie die Applikation hier im UI-Designer testen und vor sich mehrere Endgeräte haben mit einem Tablet, einer Datenbrille, einer Datenuhr und jede Änderung, die Sie hier vornehmen, wird automatisch auf den Endgeräten auch vollzogen. Nimmst du mal eine Änderung vor? Okay. Voraussetzung ist natürlich eine Online-Verbindung zum Simplifier. Und vielleicht die, die es gleich morgen ausprobieren wollen. Diese Live-Preview-Funktion ist ja eine Entwickleroption. Das heißt, Sie müssten dazu einfach die Entwicklereinstellungen in Ihrem Mobile-Client aktivieren. Die finden Sie unter den Einstellungen. Und sobald Sie das tun, haben Sie ein sehendes Auge als Symbol und können dort dann den QR-Code abonnieren. Das Ganze sieht man hier auf der linken Seite, beziehungsweise von Ihnen aus rechts gesehen. Dort haben wir jetzt ein Android-Smartphone und das abonniert sich jetzt auf den Live-Preview. Es ist kein separates Deployment notwendig und alle Änderungen, die Sie ab jetzt vollziehen, wie zum Beispiel die Änderung der Liste, wird auf dem Gerät entsprechend mitgeändert. So sollte es zumindest sein. Genau. Das Ganze passiert nahezu in Echtzeit. Die einzige Latenz, die wir haben, ist im Endeffekt die Online-Verbindung zum Simplifier-Server. Das Ganze funktioniert natürlich auch für Android und iOS in gewohnter Weise. Das Feature steht dann über den App-Download eben zur Verfügung und mit einer Aktualisierung haben Sie dann die Möglichkeit, den Live-Preview auch zu vollziehen. Gut, wir deployen die App nochmal, damit Sie auch sehen, dass das, was Sie im UI-Designer quasi designt haben, auch tatsächlich dann das ist, was der Endnutzer konsumieren wird und dass es natürlich auch funktioniert. So, damit steht meine Smart Home App. Jetzt habe ich natürlich das Problem, wie bekomme ich die Daten in die Applikation? Und da werden wir jetzt den Moderatorwechsel vollziehen und werden letztendlich dann auch
ein passendes Dart-Modell zur Applikation erstellen mit unserem neuen DB-Designer. Vielen Dank. Ja, danke schön, danke Christian und sorry für ein paar kleine Glitches, wie das immer so ist bei so einer Live-Demo. Das Hauptproblem war, dass wir den Screen von dem Smartphone, der hat immer die Verbindung abgebrochen. Aber wer hier vor Ort ist, kann vielleicht auch an einem der zahlreichen Geräte, die jetzt hier verbunden wurden, dann sehen, wie die Live-Preview sich verändert hat. Ansonsten einfach gerne selber testen. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir die UI gebaut für unsere kleine Smart-Home-App. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was da für Daten gebraucht werden, um die App zum Leben zu erwecken. Und dazu gucken wir uns doch mal an, was wir im Release 5 in Bezug auf Datenbankdesign so haben. Und da werden wir jetzt sehen, dass der Christian hier ein Datenmodell anlegt für unsere kleine Smart-Home-App. Weil ohne Daten kann die App noch so schön sein, aber bringt natürlich dann auch nur bedingt was. Das heißt, er legt jetzt hier ein neues Entity Relationship Modell an für diese Smart Home App. In unserem Fall eben dann zwei Tabellen. Am längsten dauert immer, die einzelnen Properties zu befüllen. Von daher gucken wir da mal zu. Das heißt, er fügt jetzt hier eben einzelne Felder hinzu, kann die auch typisieren. Und so letztlich okay. Die erste Entität aufbauen. Sorry. Ich glaube, wir brauchen zwei Entitäten. Einmal die Räume, die wir in unserem Haus haben und dann natürlich auch noch die Sensoren. Wahrscheinlich Heizkörper in unserem Fall. Gucken wir uns das mal beispielhaft an. Jetzt legen wir die zweite Entität an. Und wenn wir die angelegt haben, dann müssen wir natürlich auch noch die beiden Entities miteinander verknüpfen. Wie man das kennt, eben über einen Fremdschlüssel in dem Fall. Den fügt der Christian hier auch noch schnell hinzu. So, und jetzt haben wir das kleine Datenmodell dafür erzeugt. Unsere beiden Tabellen sind da. Und jetzt speichern wir das Ganze und werden das jetzt im Nachgang dann eben auf einen Connector ausrollen. Dazu legen wir hier einen neuen Connector an. Wir sehen, da gibt es eine ganze Menge an Connector-Typen, die der Simplifier unterstützt. In unserem Fall legen wir eine kleine SQLite-Datenbank an, die wir benutzen wollen, um unser Datenbankschema darauf zu deployen. Und jetzt versuchen wir mal das Schema auf den Connector, der gerade erzeugt wurde, auszurollen. Das tun wir jetzt. Wir sehen hier die Queries, die dafür geschrieben wurden, also unser Create-Table-Statement. Und wir sehen hier auch gleich, dass wir automatisch OData-V4-Routen generieren für dieses gerade ausgerollte Datenbankmodell und darüber dann eben auch eine volle CRUD-Funktionalität bereitstellen, also Change, Read, Update und auch Delete. Damit können wir natürlich maßgeblich das Wissen um Datenbank-Queries, wie schreibe ich die, wie mache ich einen Insert, wie mache ich ein Update und so weiter, maßgeblich reduzieren. Das heißt, damit können auch Nicht-Entwickler, die der SQL-Sprache nicht mächtig sind, dann eben auch sehr, sehr leicht ein Datenbankmodell erzeugen, das auf einen Connector ausrollen. Und es geht natürlich nicht nur mit SQLite, sondern auch mit anderen Datenbankformen. Wir haben jetzt einfach für das Beispiel mal SQLite gewählt. Genau. Ansonsten hier noch eine kleine App, die zeigt, wie man dann diese Route, diese OData-V4-Route konsumiert. Die zeigt hier im Prinzip Name und Temperatur an. Da können wir jetzt natürlich noch ein bisschen Daten ändern und was wir dann hier sehen, ist, dass diese Änderungen quasi direkt im Backend vollzogen werden. OData-V4 unterstützt hier einen sogenannten Direct Mode, das heißt Änderungen, die in der UI vollzogen werden, werden sofort ins Backend geschrieben. Das Ganze geht aber auch noch im Batch Mode, das heißt man kann dort dann eben auch erstmal die Änderungen auf dem Client machen und dann explizit per Batch diese Änderungen an die OData-V4-Route schicken. Genau. In unserem Fall haben wir eben Direct gewählt und deswegen war die Änderung direkt im Backend sichtbar. Häufig ist es nicht unbedingt sinnvoll, je nachdem,
was man so macht. Wenn bei jeder Änderung in so einem Inputfeld dann die Daten direkt ins Backend geschrieben werden, ist vielleicht nicht unbedingt immer der optimale Weg. Aber nichtsdestotrotz ist ein schönes Beispiel dafür, wie man Daten aus dem Frontend direkt an Backend-Systeme binden kann und eben damit dann direkt auch die Änderung vollziehen kann. Genau. Ansonsten wollen wir nochmal gucken, wie man einen bestehenden OData-Service vielleicht konsumiert, OData V2. Dazu haben wir auch ein Beispiel vorbereitet. Wir legen also hier wieder einen Connector an, geben dem Ding einen Namen natürlich, müssen unseren Endpunkt hier noch einpflegen. Der sollte in der Zwischenablage sein, ein bisschen runterscrollen. Ja, genau, da ist das Ding. Wunderbar, also ein OData V2 Service, den wir jetzt hier konsumieren. Hierfür nutzen wir unseren Connector-Assistenten, um den auszulesen. Jetzt sehen wir hier dann auch schon die verschiedenen Results, die wir hier zurückbekommen. Wählen uns die Produkte aus, wählen uns hier dann auch einen Function-Import aus. Das heißt, wir können jetzt hier dann die ganzen möglichen Operationen eben des OData V2 Services hinzufügen und uns automatisch auch dafür die Connector-Aufrufe generieren. Jetzt wollen wir natürlich auch sehen, wie so ein Call dann funktioniert oder ob da auch was zurückkommt. Das heißt, wir testen mal mit unserem Testdialog und sehen dann hier hoffentlich, jawohl, auch das Ergebnis von unserer OData V2 Route, in dem Fall eben dann hier zum einen in Codeform und zum anderen auch nochmal in der Baumansicht. Genau. Das hilft sehr stark, weil OData kann man so einfach nicht testen. Deswegen haben wir da auch nochmal eben die Möglichkeit geschaffen, das gewohnt wie mit anderen Konnektoren auch über den Testdialog direkt zu testen. Gewohnte Features wie die Aufrufhistorie und andere Dinge sind natürlich weiterhin im Bestand. Genau. Dann haben wir noch ein Thema, wo es um Enterprise-Sicherheit geht, Zertifikate. Das ist ein Riesenthema auch bei uns, bei vielen unserer Kunden einfach. Wie kann man sozusagen Authentifizierung absichern? Und da haben wir auch eine ganze Menge gemacht. Unter anderem eben die Möglichkeit, Zertifikate hochzuladen und dann auch verschiedene Login-Methoden zu wählen, Tokens aus einem Identity-Provider zurückzumappen, beispielsweise über ein Benutzerstamm-Mapping. Oder auch eben den Login per X509. Wir fügen jetzt hier mal eine Login, eine Anmeldemethode hinzu, wählen dort eben Zertifikat aus, das ist neu. Und hier können wir jetzt auch gegebenenfalls noch Header-Parameter mitgeben. Jetzt wählen wir die Quelle aus für dieses Zertifikat. Hier haben wir schon mal ein X509-Zertifikat vorbereitet. Wählen dann noch das Ziel aus und konfigurieren, dass Zeilenumbrüche entfernt werden. Speichern das Ganze. Wir sehen, die Anmeldemethode wurde erfolgreich gespeichert. Und damit haben wir auch wieder einen weiteren Meilenstein in Bezug auf eben Sicherheit geschaffen, dass man eben auch schon vorne sich mit Zertifikaten anmelden kann, diese verwalten kann oder auch, wenn man mit externen APIs spricht, Tokens automatisch mappen kann aus einem Identity Provider, aus einem Sammelservice oder anderen zentralen Benutzerverwaltungen. Ja, dann gibt es natürlich auch noch ein Sicherheitsthema. Das heißt, was ist denn, wenn Zertifikate nicht gültig sind? Auch hier haben wir eine Menge gemacht. Hier kann man eben auswählen, inwieweit man dem Zertifikat vertraut und auch noch eine ganze Menge anderer Funktionen, eben schwache Protokolle erlauben, nur ausgewählten Zertifikaten vertrauen und einiges mehr. Also der geneigte Sicherheitsexperte wird hier mit Sicherheit einige Funktionen finden, die dann auch da das Leben wieder leichter machen. Genau. So viel dazu. Dann sind wir soweit erstmal mit den Funktionen von Release 5 durch und können dann in die QA gehen. Das heißt, genau. Wenn es hier aus der Runde Fragen gibt, dann bitte gerne jetzt die Gelegenheit nutzen, um diese zu stellen. Vielleicht können wir dann das eine oder andere auch noch direkt live am Produkt zeigen. Fragen? Bitteschön. Unterstützen Sie in der Umgebung mit irgendeinem Tool Handschrifterkennung, wenn man so Notizen macht oder solche Felder macht, zum Beispiel für Audits, irgendwelche Dinge aufnehmen, Fotos, die man dann ablegt oder solche Funktionalitäten wären ganz nett.
Genau, also ja, das gibt es schon länger, nennt sich Signature Pad. Also es ist ein UR5-Control, was eben eine Handschriftenerfassung möglich macht. Für eine OCR-Erkennung der Handschrift, sage ich mal, das sind wir jetzt als Low-Code-Anbieter nicht zuständig. Da gibt es sicherlich Cloud-Services, die das besser tun und mit künstlicher Intelligenz und Trainingmodellen entsprechend in Perfektion mittlerweile tun. Einige davon kennen Sie bestimmt von Azure oder Google, ja. Aber die können natürlich wieder über unsere REST-API angebunden werden. Ja. Also unser Fokus ist tatsächlich die Applikationserstellung und natürlich die Datenerfassung. Aber für solche Themen macht es dann Sinn, tatsächlich dann auf Cloud-Services zu vertrauen, die einfach auch eine gute Qualität liefern. Ja, ja gerne. Mit Stromabnehmern und Stromgebern, gerade im Hinblick dann auf die CO2-Preisentwicklung, ob man jetzt sagen kann, nachts, wenn der Strom günstig ist, mache ich bestimmte Abnahmen und dass man dort auch intelligentere Preissteuerungen nutzen kann. Gut, für uns stellt sich die Frage etwas anders, weil Use Cases sind eigentlich unbegrenzt. Die Frage ist, kommen wir an die Daten ran? Ja, jetzt kenne ich mich zufällig im Versorgerumfeld ganz gut aus und da ist es halt so, dass wir Deutschen wieder natürlich die Atomrakete gebaut haben, was Smart Meter angeht. Das heißt, wir können die Daten momentan nur von dem zertifizierten Smart Meter Gateway lesen, der vom BSI abgesegnet werden muss und mit langjährigen Auditverfahren quasi approved werden muss in Richtung Eichgesetz und korrekte Übermittlung der Zählerwerte. Wenn Sie jetzt aber an lokales Smart Home denken, dann haben sicherlich die modernen Messeinrichtungen entsprechende Protokolle. Wir kennen auch einige Hersteller, die quasi ich sag's mal, eine Brücke bieten von dem Stromzähler in ihr lokales Datennetz. Das passiert meistens über LAN oder WLAN. Und das haben wir auch schon in unserem letztjährigen Versorgerkongress live dargestellt mit dem Simplifier. Und haben dann die Energieverbräuche entsprechend gemonitort. Aber auch das ist Connectivity-Thema und Hardware-Thema, ist heute eigentlich alles lösbar. Die gängigen Hardware-Hersteller haben immer entweder den Weg über ein WLAN oder Bluetooth-Interface, die Daten zu übermitteln. Und da kommt dann entweder unser Mobile-Client ins Spiel, wenn es um Thema Bluetooth geht, oder mit entsprechender LAN-Konnektivität kann natürlich auch direkt der Simplifier-Server dort aushelfen, um die Daten zu sammeln. Und dann kommt es darauf an, was sie damit tun. Ja. Aber möglich ist alles. Die Frage ist nur, wie viel kostet es und wie einfach wird es, das zu tun. Ja. Das sind die Fragen, die uns beschäftigen als Low-Code-Anbieter. Ja. Okay, mich würde interessieren, wie Sie das Thema Continuous Integration Deployment bei sich realisiert haben. Weil im Moment haben wir nur gesehen, wie man die Oberflächen macht. Wie bekomme ich das raus, vor allem auch im Multitenant-Bereich global gesehen? Ja, gerne. Da hat sich jetzt in Release 5.0 tatsächlich nichts verändert. Wir haben nach wie vor unser sogenanntes Transportsystem. Das Transportsystem untergliedert sich nochmal in Pakete und Transporte. Was bedeutet das? Sie können erstmal Ihre Konfiguration, Ihre Schnittstellen in Pakete zusammenfassen. Dient einfach nur der besseren Strukturierung. Ein Paket kann quasi ein Projektname sein, das Sie gerade durchführen. Und dieses Paket können Sie dann in einen Transportauftrag packen. Beim Transportauftrag haben wir besonders Augenmerk gelegt, dass ein Transport tatsächlich alle Inhalte versioniert und einfriert. Damit ist er quasi auch jederzeit für ein Rollback zu gebrauchen. Und ein Transportauftrag, genau, Bouveret definiert einen Transportauftrag. Ein Transportauftrag hat auch eine eindeutige Nummerierung, die vom System vergeben wird. Der erste Teil ist die Quellinstanz, die heißt es bei uns Default, weil es hier eine Demo-Umgebung ist. In der Regel würde die einen Namen bekommen wie Dev, bla bla bla. Und eben eine eindeutige Nummerierung. Und dieser kann dann natürlich auf mehrere Simplifier-Instanz einfach remote deployed werden oder per Up- und Download. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine Freigabe vorher zu machen, die man auch im Vier-Augen-Prinzip durchführen kann über unser Berechtigungskonzept. Und Sie haben zu jedem Transport natürlich auch ein Transport-Log, wo Sie sowohl auf der Quellinstanz als auch auf der Zielinstanz sehen,
was wurde importiert und wer hat exportiert mit entsprechenden Zeitstempeln und Nachvollziehbarkeit. Insofern ist das Thema Continuous Deployment in Anführungszeichen komplett unterstützt. Sie können sogar so weit automatisieren, dass Sie diese Oberfläche auch automatisieren, weil alles, was wir hier klicken, ist auch automatisch API-fähig. Also gibt es ja noch verschiedene Wege, das dann noch stärker zu automatisieren. Aber die Technik ist da und ja. Ich hoffe, genau. Das hat Ihre Frage beantwortet. Das hatten wir vorhin noch verpasst. Und zwar gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in der App erstmal überhaupt einen Release zu erzeugen. Also wenn ich hier oben auf den App-Namen klicke, dann kann ich einige technische Einstellungen wählen, wie meine App deployed werden soll. Zum Beispiel das Thema ECMA 5 oder auch das Minifying der verwendeten Ressourcen. Und ich habe hier eben auch die Möglichkeit, für meine App einen Release zu erzeugen, mit dann eben auch einer Release-Note. Und wenn ich den erstellt habe, dann wird auch automatisch ein Transport angelegt. Den sehen wir jetzt hier. Jetzt gehe ich nochmal zurück in die Transporte. Und dann sehen wir, hier ist unser Transport mit unserer Smart Home App. Und diesen könnte ich jetzt eben entweder runterladen als File und ihn dann wieder importieren in einer anderen Simplify-Instanz oder eben, wie gerade erwähnt, über das Remote Staging auf eine andere Instanz schieben. Das Ganze wird hier in den Einstellungen gepflegt in der Serverlandschaft. Hier könnte ich jetzt auch weitere Systeme anlegen und eben entscheiden, ist es ein Entwicklungssystem, ein Testsystem oder ein Produktivsystem. Und wenn ich meine Serverlandschaft hier dann gepflegt habe, dann kann ich auch eben direkt im Transportsystem remote das Ganze hochstagen. Ja. Spricht das Ihren Anforderungen oder? Ja, okay. Genau. Auch vielleicht noch ein Thema zum Thema Wechsel, weil ja doch sehr viele Bestandskunden heute auch da sind, was uns besonders freut. Der Wechsel auf das Release 5.0 ist, glaube ich, ziemlich einfach aus der App-Builder-Sicht, da wir die gewohnten Praktiken wie die Baumnavigation im UI-Designer quasi auch beibehalten haben. Es ist eher eine Aufwertung, statt dass wir irgendwelche Features abgestellt haben. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass auch der Umstieg sich lohnt und vor allem auch schnell vorstatten geht, ohne größeren Einarbeitungsaufwand. Auch ganz wichtig ist, die Live-Preview funktioniert natürlich nur für qualitätsgesicherten Content. Das bedeutet, diese schönen Oberflächenelemente werden von uns natürlich wieder bereitgestellt, auch für Release 5.0. Sollten Sie auch eigene gebaut haben, dann finden Sie in den Release Notes entsprechende Informationen, um diese dann auch quasi live-preview-fähig zu gestalten. Also das passiert nicht automatisch. Nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Ja. Kann sein, wenn Sie jetzt mit einer älteren UI5-Version Applikation gebaut haben, dass das noch nicht so hübsch geht wie jetzt in der Live-Demo, aber Abhilfe gibt es. Man kann manuell eben diese sogenannten Controls oder Widgets dann nachbearbeiten, damit die dann auch wieder im neuen WYSIWYG Designer funktionieren. Gut, weitere Fragen? Ja, Herr Strate. Also die entscheidende Frage ist dabei, wenn die App mit 4.5 neu erstellt worden ist, dann benutzen Sie schon die bisherige UI5-Version 1.6, die haben wir nicht geändert. Das heißt, Sie müssen lediglich den Standard-Content überschreiben durch unsere angepassten Controls und können die App sofort weiter bearbeiten. Damit haben Sie keinen Pflegeaufwand. Sofern Sie die Applikation mit einer UI5-Version 1 kleiner als 1.6 gebaut haben, müssen Sie im Endeffekt die Controls nochmal per Hand nachpflegen. Das ist so der Unterschied, genau. Ja, weitere Fragen? Mikrofon ist sehr sensibel. Ja. Gerne, Erik, willst du? Jetzt mal für den begeisterten Entwickler, ab wann kann man denn mit dem wirklichen Release dann rechnen auf seiner eigenen Instanz?
Also Sie bekommen am Montag eine E-Mail, wo entsprechend für die Kunden, die jetzt den Simplifier bei sich im Netz betreiben oder auf einer Private Cloud, die entsprechenden Update-Handbuch oder Anweisungen drinstehen. Und für die Cloud-Kunden, die den Simplifier auf unserer Simplifier Cloud betreiben, gibt es dann in dieser E-Mail ein Buchungsformular, wo Sie dann den Termin wählen können, wann Sie das durchführen und für welche Instanz. Meistens wollen wir erstmal testen und nicht gleich alles updaten. Und das füllen Sie bitte aus und dann wird der Termin von uns akzeptiert, wenn möglich. Wir sind darauf eingestellt. Ja. Und dann wird auch das Update dann von uns durchgeführt. Also ab Montag geht es quasi offiziell los. Hinweis noch zu den Mobile Clients, die aktualisieren sich ja in der Regel selbstständig. Das heißt, die werden dann entsprechend morgen released zum Release-Datum. Die sind soweit auch schon vorbereitet. Wir müssen noch aufs Knöpfchen drücken, das tun wir dann gleich. Und dann bekommen sie auch im Mobile-Bereich dann das entsprechende Update mit der Live-Preview-Funktion. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ich habe hier irgendwo ein Handzeichen gesehen. Nein? Hier waren noch zwei, glaube ich, oder? Hier war noch jemand? Ja, genau. Dankeschön. Ich hatte eine Frage zu den Datenbanken, und zwar zu dieser Datenbankansicht. Und zwar hatten wir da ein Entity-Relationship-Modell, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Und habe ich das richtig verstanden, dass das Modell im Prinzip dafür da ist, um visuell die Datenstruktur der Simplifier zu erklären, im Prinzip, wie die Datenbank aufgebaut ist, um damit dann einen Connector-Call erstellen zu können? Genau, den Connector-Call können Sie sparen. Also es geht hier tatsächlich um das Thema, wie kann ich überhaupt ohne großes Vorwissen für Datenbanken mir irgendeine Art von Speicher oder von Tabellen erstellen. Also ist dieses Diagramm da. Der Vorteil ist, auch wieder hier Low-Code-Manier, dieses Schema wird in Form von Metadaten gespeichert, bedeutet, Sie können zum Beispiel auf dem Entwicklungssystem eine SQLite-Datenbank nutzen und dasselbe Schema auf einem Produktivsystem, auf eine hochperformante Oracle-Datenbank oder Microsoft SQL-Datenbank deployen, haben immer noch das gleiche Schema. Ja. Dadurch haben wir auch die Abhängigkeit zu spezifischen Datenbankversionen und Herstellern gelöst. Wie Sie bereits in dem Live-Demo gesehen haben, erzeugen wir zu jedem Datenbankschema eine sogenannte OData-Route. Was bedeutet das? Wer OData nicht kennt, OData ist quasi eine Mischung aus SOAP und REST, wird wie REST angesteuert, hat aber die Metadaten von SOAP. Und UR5 versteht OData nativ, deswegen haben Sie auch gesehen in dem Beispiel, wo wir die Werte ändern, werden die von der UR5-Anwendung direkt über die OData-Route in die Datenbank gespeichert. Sie brauchen eigentlich keinerlei SQL-Kenntnisse mehr. Wir haben jetzt nur den Testdialog noch aufgemacht, damit Sie sehen, dass auch die Daten wirklich geändert sind. Aber das Schreiben von den SQL-Queries, zumindest für die Standardoperationen, lesen, updaten, löschen, das können Sie sparen. Sie können jederzeit natürlich noch SQL-Konnektoren verwenden. Das wird nicht verboten, wird auch genauso funktionieren. Ja, also wenn Sie natürlich jetzt komplexere Abfragen haben, die jetzt über OData nicht unterstützt werden, dann haben Sie jederzeit natürlich die Möglichkeit. Ja. Über denselben SQL-Konnektor, den ich jetzt auch fürs Deployment benutzt habe, können Sie natürlich weiterhin noch sogenannte Aufrufe generieren und die natürlich auch verwenden. Ja. Weitere Fragen? Vielleicht ein Hinweis noch, Herr Buveri hat es schon erwähnt, wir haben jetzt das Demo im Direct Mode gesehen, das bedeutet, jede Änderung in der Applikation führt zu einer Änderung der Datenbank, das ist natürlich ein toller Vorführeffekt. In der Enterprise-Welt vielleicht nicht so gut, ja, wenn man einfach mal eine Datenzeile löscht und dann ist die Datenbank quasi auch gelöscht. Deswegen unterstützen wir auch den Batch-Modus, da werden dann erst alle Änderungen in der Oberfläche gesammelt und dann auf Knopfdruck Ihrer Wahl dann ein sogenannter Submit, also ein Commit dann auf die Datenbank zentral durchgeführt mit allen Änderungen, die bis dahin passiert sind. Und es gibt auch die Möglichkeit, die Änderungen vor dem Commit in die Datenbank auch wieder zurückzusetzen. Ja, also so eine Undo-Funktion, wie man sie aus Word kennt, ja, bietet eben die OData-Route da auch. Also
ein sehr tolles Komfortfeature. Vor allem war uns wichtig, Sie kennen unsere Maxime, wir setzen auf offene Standards, wir vermeiden, soweit es geht, proprietäre Technologie. Ja. OData kommt nicht von uns, sondern ursprünglich von Microsoft, ist mittlerweile in der Dynamics-Welt und Azure-Welt überall populär, ist aber auch bei SAP angekommen. Also wenn Sie im SAP S4-Kontext reden, reden Sie immer über OData V2 und bald auch V4. Das sind einfach fortschreitende Entwicklungen des Standards. Und insofern bietet das Protokoll da eine sehr ausgereifte Technik für den Schnittstellenzugriff. Und wir haben dann dementsprechend auch dieses Format explizit gewählt, um jetzt nicht irgendwo wieder eine neue Nische aufzubauen, sondern wirklich auch da auf weltweite Standards auch zu setzen. Weitere Fragen aus dem Publikum? Ich sehe einen, der möchte garantiert eine Frage stellen. Nein. Okay. Vielleicht. Einen Release zum nächsten. Okay. Ich will vielleicht mal eine Frage zurück ins Publikum. Wer wird sich denn zutrauen, jetzt mit unserem neuen UI-Designer tatsächlich schon mal einen Mockup zu bauen, auch wenn er jetzt nicht der Simplifier trainierte App-Builder ist, nach dem, was Sie gesehen haben? Herr Strate, Sie auch? Wunderbar. Ja, sehr schön. Ja, wir zeigen jetzt keinen vors Gericht, keine Angst. Okay. Super. Sie würden sich es auch zutrauen? Ja, also ich meine, ich bin jetzt keine Unternehmensvertreterin, sondern von der öffentlichen Verwaltung, aber ich denke, auch in Verwaltung besteht genügend Digitalisierungsbedarf, und auch wenn ich mir die ganzen Prozesse mit den Bürgern anschaue, gibt es ja garantiert viele Einsatzmöglichkeiten. Sie sind jederzeit eingeladen, auszuprobieren. Eine generelle Frage noch zum Datenbankdesigner. Kann ich auch ein bestehendes ER-Modell einer zum Beispiel MySQL-Datenbank importieren? Release 5.5. Okay. Sorry. Okay. Aber kein Spaß. Also wir haben natürlich ein komplettes Konzept, nicht nur für ein Release vorgedacht, sondern wir schauen immer, dass wir eine komplette Vision abdecken, wenn wir Features planen. Und tatsächlich ist das natürlich nochmal ein extremer Mehrwert. Was mache ich denn mit existierenden Datenbanken? Und unser Ziel, und so werden wir es auch hoffentlich erreichen, ist, dass wir in 5.5 eben auch bestehende Schemas importieren, die grafisch darstellen können. Damit bieten wir auch eine Migration an von Schema Datenbank 1 auf Datenbank 2, weil sobald das Schema einmal im Simplifier ist, könnte ich es wieder auf eine andere Datenbanktechnologie deployen. Das wird der eine Use Case sein. Der zweite Use Case wird sein, dass wir natürlich über das bestehende Schema auch dann die OData-Route wieder drüber legen und da auch natürlich das lästige Schreiben von SQL-Statements dann vermeiden wollen. Okay, weitere Fragen? Sie hatten noch eine? Oh, nee. Hier gibt es noch eine Frage. Gibt es eine Demo, die man nutzen kann, um das auszuprobieren? Und wenn man was mit der Demo erstellt hat, kann man das dann hinterher sozusagen legitimieren, indem man eine Lizenz kauft? Genau. Solche Konzepte gibt es. Gute Frage. Also wir haben auf unser Freemium-Angebot wird quasi aktualisiert. Da gibt es auch einen Countdown, wann Release 5.0 bereitsteht. Erik, hol mich doch mal ab. Ich glaube, ach ja, hier steht es ja schon. In 3 Tagen, 19 Stunden. Wunderbar. Das heißt, ab da können Sie kostenlos Simplifier in Release 5.0 testen. Und wenn Sie der Meinung sind, dass Sie eine sinnvolle Applikation gebaut haben, die es wert ist, auch zu behalten, dann gibt es natürlich unser Transportsystem, wo Sie da jederzeit auch alles exportieren können, was Sie gebaut haben. Genau. Ansonsten haben wir auch einen unbegrenzten Testzeitraum, der war früher auch auf 1 Monat beschränkt. Ja. Also das heißt, Sie können sich auch ein bisschen Zeit lassen, lassen sich aber nicht so viel Zeit mit Lizenzkauf. Ja. Und haben Sie Spaß dran. Also die Freemium-Umgebung ist auch technisch nicht limitiert. Das Einzige, was nicht dabei ist, sind unsere sogenannten Plugins. Also das sind Erweiterungen, die man nur braucht für bestimmte Use Cases, Dokumentenhaltung und PDF-Generator und sowas. Das findet sich auf der Freemium-Umgebung nicht.
Ansonsten werden Sie natürlich auch einen DB-Designer finden. Sie können natürlich auch, wenn Sie jetzt keine Datenbank haben, die Sie jetzt von unserer Cloud-Umgebung ansprechen können, können Sie auch die SQLite-Datenbank nehmen, die ich jetzt auch gerade verwendet habe. Die funktioniert auch auf Freemium-Accounts. Und damit können Sie eigentlich alles testen, was wir hier auch gerade gezeigt haben. Also ich würde keine Live- oder Produktivsysteme vielleicht aus Ihrem Unternehmen an die Freemium-Umgebung anbinden. Auch wenn die durchaus sicher ist, das sollte man dann vielleicht doch lassen bei aller Euphorie des App-Bauens. Lieber mit Testdaten arbeiten, ja. Weil die Frage kommt häufiger mal. Ja, da hätten wir auch lieber gerne einen ordentlichen Support, genau. Gut. Moment, ja, gerne. Spezielle Entwicklerversion oder wird für Entwickler und für Kunden bzw. Anwender die gleiche Plattform benutzt? Genau, also in Simplify ist Design Time und Runtime zugleich. Das Einzige, was jetzt ein Entwickler von einem Standard-User unterscheidet, sind die Rechte, die sie ihm auf der Simplifier-Plattform geben. Dafür haben wir auch Standardrollen, die auch in Freemium und in allen Standard-Contents mitgeliefert werden, für Entwickler, für normale User, für Tester. Aber die Plattform ist immer dieselbe. Gibt es da keine Unterscheidung? Genau. Noch jemand, den wir mit Antworten glücklich machen können? Nee. Öffentliche Institution. Wie interessant ist der Simplifier? Sehr interessant, speziell da ich ja an der Hochschule bin, auch in der Ausbildung unserer Studierenden mit solchen Plattformen zu hantieren. Danke. Wie einfach ist es? Auf den ersten Blick? Für mich mitteleinfach. Das ist okay. Ehrliche Antwort. Damit können wir gut leben. Ja? Dann brauchen wir auch noch Raum für Verbesserungen. Ja? Genau. Ja, wo stehen wir? Wie geht's weiter, Christian? Gut. Ja, wir würden, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt, natürlich zum Ende des offiziellen Release-Party kommen. Ein Hinweis noch, dass es auch jetzt, hat es zwar nichts mit der Plattform zu tun, aber wichtig für den Betrieb. Wer es noch nicht weiß, wir schimpfen uns ja die flexibelste Low-Code-Plattform, das gilt auch für den Betrieb. Das heißt, Sie können Simplifier von einem lokalen Laptop bis hin zu einem Stück Blech oder eben auf den bekannten Hyperscalern wie Azure, SAP Cloud Plattform und AWS deployen. Dazu gibt es auch entsprechend in dem Marketplace bei SAP den Simplifier direkt zum Anklicken, analog zum Thema Azure oder auch dann im AWS Store finden Sie dann entsprechende Images, um einfach den Simplifier auch dort zu starten und direkt zu nutzen. Das Einzige, was Sie dazu brauchen, ist noch eine Lizenz. Das ist ein Bring Your Own License Model, aber die bekommen Sie gerne bei unseren Vertriebskollegen. Die freuen sich immer. Gut, zum Abschluss nochmal ein weiterer Ausblick. Was ist unsere Vision? Wollen Sie uns hingehen? Und dann würde ich sagen, starten wir das Release offiziell für die Freigabe. Genau, Sie wissen ja, unsere Vision ist, dass wir die Art und Weise, wie Menschen mit Software interagieren, revolutionieren wollen und was wir darunter verstehen, haben wir in einem kleinen Video zusammengefasst und dieses Video möchten wir auch als Gelegenheit nutzen, um den Simplifier Release 5.0 offiziell auf den Weg zu schicken und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Schon mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Wir sind Simplifier. Wir vereinfachen die Erstellung und Nutzung von Software mit der modernsten, flexibelsten und leistungsfähigsten Low-Code-Plattform, die auf dem Markt zu finden ist. Wir kombinieren Hightech mit State-of-the-Art Low-Code, womit wir Unternehmen befähigen, integrierte Applikationen effizienter und nachhaltiger zu erstellen als jemals zuvor. Zu unseren Kunden zählen namhafte Unternehmen der deutschen Wirtschaft und Industrie, mit welchen wir gemeinsam und partnerschaftlich daran arbeiten, die Art und Weise, wie Enterprise-Software erstellt und genutzt wird, zu revolutionieren. Wenn ich von Revolution spreche, dann meine ich nicht nur, dass wir den bestehenden Low-Code-Anbietern technologisch um Längen voraus sind, sondern dass wir die gesamte Software-Sparte Low-Code mit unserer bahnbrechenden Technologie komplett disruptieren werden.
Simplifier wird imstande sein, durch künstliche Intelligenz Anwendungsfälle von Enterprise-Applikationen auf Basis erfasster Backend- und Prozessdaten komplett eigenständig zu identifizieren, den nötigen Programmcode automatisch zu generieren, zu testen und sogar die fertige Applikation produktiv zu setzen. Diese Zukunft von Low-Code ist durch Simplifier bereits vorgezeichnet. Sie ist nur noch nicht weit verbreitet. Unser einzigartiges Angebot vereint Plattformexzellenz und Digitalisierungsexzellenz. Denn nur durch eine Kombination von Menschen, Methoden und Tools kann die Digitalisierung klare Wettbewerbsvorteile generieren. Simplifier, die Plattform für integrierte Business- und IoT-Applikationen. Damit wären wir am Ende der Vorstellung. Für alle hier im Publikum sitzen, für die Reinigung ihrer Kleidung kommen wir nicht auf. Wir haben es nicht angekündigt, Überraschungseffekt, tut mir leid, aber ich glaube, das ist okay. Ja, wie gesagt, wir sind zum Ende oder am Ende. Fragen wurden hoffentlich alle gestellt, ansonsten die Gelegenheit nutzen, jetzt im großen Networking ihre Fragen zu platzieren. Den Livestream würden wir an dieser Stelle auf jeden Fall beenden. Alle Zuschauer, die im Livestream dabei waren, vielen Dank für Ihre Anwesenheit, für Ihre Aufmerksamkeit. Das Video des Livestreams ist auch ab morgen in unserem YouTube-Kanal entsprechend steht zur Verfügung, können Sie sich nochmal anschauen. Weitere Informationen gibt es dann auch ab morgen und innerhalb der nächsten Tage auf unserer Website, in unseren Newslettern und ähnlichen Formaten. Wir wünschen viel Spaß mit der neuen Version des Simplifier. Viel Spaß beim Anwendung erstellen, beim Apps bauen. An der Stelle sind wir für den Livestream raus. Schönen Abend, auch schönen Abend und schöne Feier jetzt hier im Publikum. Tschüss da draußen.